Da bereiten wir zuerst den Fond zu, geben etwas Öl in die Kasserole, gewürfelte Schalotten, schwenken die kurz an, tun etwas Zucker anstäuben. Ganze leicht karamellisieren lassen. Wenn das Ganze karamellisiert, tun wir derweile etwas Wacholder und Piment nehmen, tun das Ganze leicht andrücken mit dem Messer, damit die ätherischen Öle besser austreten können. Dann tun wir die hier mit rein. Wacholder. Und dann löschen wir mit einem Weißwein ab, möglichst einen halbtrockenen Lokoga. Dann einen halben Teil Branntweinessig oder Weißweinessig. Nochmal einen Teil Wasser. Dann geben wir in unseren Fond noch eine kleine Knoblauchzehe, zwei Blätter Lorbeer mit Prise Salz, Pfeffer. Und Senfkörner. Jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen hochkommen, dass es kurz gekocht hat. Und dann vollenden wir unseren Sud noch mit Dill und mit Honig. Als nächstes tun wir unseren Saibling filetieren. Unser Saibling kommt aus Moritzburg von der Teichwirtschaft. Der wird frisch geliefert. Alternativ könnte man jetzt auch eine Forelle nehmen und die filetieren. Und zwar fangen wir am Kopf ab, an, schneiden die schräg ein, an der Mittelgräte entlang, tun wir den dann filetieren. Schneiden den Bauchlappen weg und gucken, dass oben von der Rückenflosse das Stück noch mit abgeht. Und zwar fangen wir von der anderen Seite auch den Kopf an, schräg einschneiden und dann an der Mittelgräte entlang runter filetieren. Schneiden hier auch den Bauchlappen weg. Und ebenfalls, das ist jetzt von der Rückenflosse, oben die Reste noch. Wenn unser Fond gekocht hat, kurz aufgekocht hat, tun wir noch frischen Dill mit hinzufügen. Dann zwei Thymian. Und lassen das Ganze jetzt ein bisschen ziehen. Machen noch etwas Honig mit rein. Wir nehmen natürlich, weil wir in Moritzburg sind, unseren Moritzburger Wildblütenhonig. Das bringt nochmal schön Süße mit in den Fond. Jetzt lassen wir den noch kurz ein bisschen ziehen, bevor wir die Saiblingsschlafen in den Fond tun. Als nächstes tun wir unseren Saibling rollen und binden. Dazu habe ich schon mal vorbereitet Lauch. Den habe ich kurz blanchiert, also mit heißem Wasser übergossen. Schneide ich oben am Grün ein kleines bisschen ein, dann rolle ich den Saibling. Am besten ist immer nicht von der Spitzenseite, sondern von der anderen Seite. Genau. Den müssen Sie jetzt auch nicht unbedingt würzen, weil der Fond selber sehr intensiv ist. Dann ziehe ich das andere Ende durch und ziehe das so fest. Jetzt setzen wir unsere Saiblingsschlafen in den vorbereiteten Sud. Gucken aber, dass der Sud möglichst nie aufkocht. Jetzt haben wir noch ein kleines bisschen groben Pfeffer. Über den Saibling machen. Und jetzt pochieren wir den. Das heißt, wir tun den bei im siedenden Wasser gar ziehen, sodass er nicht mehr kocht. Gut. Nach ungefähr 2 Minuten gucken wir einfach mal in unseren Topf rein. Und da sehen wir unsere Saiblingsschlafen. Gucken wir mal, ob die schon gut sind. Das
sehen wir hier, dass sie noch sehr fest sind. Dann können wir die auch einfach mal drehen. Und da drüben sehen wir dann schon, dass sie fertig sind von der einen Seite. Können wir die einfach mal beide drehen. Schlafen, dass die von der anderen Seite auch noch ein bisschen garen. Wir lassen das jetzt noch mal 2 Minuten hier drin. Und dann ist es fertig. Dann können wir die rausnehmen, dass der Fond ein bisschen abfließt, dass wir dann nicht alles auf dem Teller haben. Dann servieren wir dazu ein Kartoffelbirnenpüree. Gedünsteten Spitzkohl. Das sind unsere pochierten Saiblingsschlafen auf einem Kartoffelbirnenpüree und gedünsteten Spitzkohl. Dann wünsche ich guten Appetit. Und wenn Sie einfach Fragen haben, dann kommen Sie vorbei. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de